Jo! Servus! Jo, was soll ich sagen? Ich habe dieses Projekt angefangen am 22. August 2019 aufzunehmen. Zumindest Folge Nummer 1. Ja, wir haben heute den 13.03.2020 und ich mache dann einfach mal weiter, ne? Jetzt ist gerade mein Handy eingegangen. Musik, warum auch immer. Egal. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Spiel funktioniert. Hier oben seht ihr es auch hier. 22.08.2019. 17:36 Uhr. Das letzte Mal aufgenommen. Wie gesagt, wir haben heute den 13.03.2020. Also knapp ein Dreivierteljahr her. Das Ganze. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert. Wir gehen einfach mal rein. Und schauen mal oder so. ich habe auch seit ich das aufgenommen hatte, nichts mehr selber aufgenommen. Ich habe dann eine lange Pause eingelegt, weil irgendwie die Einstellungen nicht gingen. Mir hat das alles nicht so gefallen und ich hoffe, jetzt geht es wieder. I tried to. Wir sehen gerade bei meinem Skyrim Let's Play, war am Ende in den letzten Folgen die Tonspur ziemlich leise. So, wie geht das Ganze hier nochmal? Da haben wir das, Einkaufsliste, Inventar, kaputte Sachen, okay. Telefon kann ich Aufträge annehmen, jo. Ja, ich habe alle meine vorherigen Mods rausgeschmissen, weil das Spiel nicht mehr starten wollte und Probleme gemacht hat. Jetzt habe ich, also was heißt Mods, aus dem Workshop habe ich mir Autos runtergeladen. Und ich mache damit jetzt einfach mal weiter. Ich nehme einfach mal den hier an. Das ist zum Beispiel einer, den ich mir jetzt neu runtergeladen habe. Wie gesagt, bei den alten haben manche nicht mehr funktioniert. Schöner Maserati. So, wie ging das nochmal hier, ne? Fahrzeug bewegen, erste Hebebühne. So, was hat das nochmal gesagt? Bremsscheibe innen, also bremsen. Was war denn das hier nochmal? Könnte ich da noch irgendwas machen? Ach ja, genau, da konnte ich hier, wenn ich Level aufgestiegen bin, weiter. Ölauffangbehälter. Ich habe gerade Ölluftbehälter gelesen als erstes. Schon sagen, was ist ein Ölluftbehälter? Gut. Da sehe ich schon, was ein bisschen scheiße ist. Okay, alles halt wirklich zum Hochmachen. Die Seite sieht gut aus. Das hier hinten sieht noch kacke aus. Und hier sieht auch alles gut aus. Fangen wir doch mal hier hinten an. Schrauben, Schrauben, Schrauben. So, genau, hier. Die Bremsscheibe sieht nämlich nicht mehr gut aus. So, Bremsbeläge runter und die Bremsscheibe runter. So, und hier wird es wohl die Bremsscheibe innen belüftet. Ist vorne. Jo, der Bremssattel auf jeden Fall. So. Irgendwo sind auch noch Bremsbeläge schlecht. Habe ich denn zwei gute Bremsbeläge jetzt im Inventar? Bremsbelag. Ja, ich habe zwei gute Bremsbeläge im Inventar. Das heißt, irgendwo muss noch ein schlechter Bremsbelag sein. Kann ich das hier irgendwie sehen? Muss ich ausprobieren, Freunde. Ich hatte jetzt nach wirklich dieser Zeit, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, war wieder voll Bock auf dieses Spiel. Ich weiß auch nicht, warum ich es damals nicht weitergemacht habe. Zumindest, warum ich es damals nicht selber weitergespielt habe. Warum ich das Let's Play für mich persönlich zur Aufnahme unterbrochen habe, habe ich ja eben erklärt. Das sieht nicht mehr gut aus.
Weil eigentlich, ich hatte mir vorher bei YouTube ein bisschen mich über das Spiel erkundigt. Wie kann ich denn jetzt nochmal ein Teil bestellen? Telefon auch? Ne, das sind nur Aufträge. Einstellung. Tablet-PC, Grafik. Ach, genau, am Computer. Ha! Genau, der ist hier. Wir haben hier Brems. Scheibe innen belüftet einmal. Einmal Bremsscheibe normal. Das war hinten nämlich. Einmal Brems. Belag. Was war das? Bremssattel? Was? Bremssattel? Bremssattel, genau. Gut. Genau, so war das. Bremsscheibe innen belüftet. So. Perfekt. Und dann ist dein Wagen gleich wieder tutokompletti. Und ich denke, ich glaube, man kriegt pro montiertes und abmontiertes Teil einen Erfahrungspunkt, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Das würde ja bedeuten, dass ich theoretisch gleich ein Level aufsteige. Oder jetzt noch hier, währenddessen ich das hier fertig mache, ein Level aufsteige. Nicht gut. Soweit ich weiß, Levelaufstiege bringen nur hier die Möglichkeiten, das hier zu machen. Also hier ein bisschen Stufen aufzusteigen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Fähigkeiten zu erlernen oder zu verbessern. Aber ansonsten glaube ich, war das nichts. Aber wenn ich mich jetzt noch daran erinnern könnte, was ich damals im Let's Play gesehen habe, ne? Ist auch schon wieder Ewigkeiten her, war letztes Jahr auf jeden Fall. Aber ich glaube, es brachte nur, dass die Fähigkeiten besser werden. Hundertprozentig sicher bin ich mir jedoch nicht. So. Jetzt muss ich nur noch hinten links ran und dann ist dieses Fahrzeug fertig. Und ich dürfte jetzt eigentlich hier aufgestiegen sein. Ja, ich bin im Level aufgestiegen. Sehr gut. Und los geht's. Dann kann ich jetzt gleich mal gucken, ob ich irgendeinen Fähigkeitsrang erhöhen kann. Mit Level 2, ob das jetzt schon geht. So gut. Dürfte ich alles erledigt haben? Genau, 427 Dollar Einnahmen. Auftrag beenden. Die Räder der Vorderachse haben unterschiedliche Größen. Was? Seriously? Okay. Was habe ich denn jetzt im Inventar? 295, 30, R20. Nehme ich dann nochmal den hier ab. Vielleicht habe ich es dadurch schon. Okay. Unterschiedliche Größen. Habe ich jetzt zwei unterschiedliche im Inventar. Nee, jetzt habe ich zweimal die gleichen im Inventar. Ja, gut. Dann muss ich den jetzt noch abnehmen. Kleineren mache ich nach vorne, die größere nach hinten. Und weh, das ist jetzt. Ups. Das ist jetzt das gleiche. 255. So. Dann ist vorne auch ein 255er drauf. Dann mache ich den jetzt hier da dran. 255, genau. Dann bitte. Das ist natürlich doof. Oh. Naja, egal. Hauptsache, wir haben es hingekriegt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Weiß ja nicht, ne? Aber ich meine, in dem Let's Play gesehen zu haben, dass sich Schrauben viel, viel schneller lösen lassen. Ist das so? Bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. Will mal gleich gucken, ob ich da. Ah, perfekt.
hier irgendwas verbessern kann, was mich schneller macht. Das? Ah! Ja, ist es direkt schon. Level 3 gibt es davon, um Materie Teile 150% schneller. Hier ist schneller bewegen. Okay. Ja, gut. Perfekt. Okay, dann habe ich den, bin ich losgeworden im Wagen und. Und das, genau, das Blaue, das wusste ich in der ersten Folge nicht, was das war. Das Blaue bedeutet, das sind diese Kampagnenaufträge, es steht für Blöder auch da oben drüber. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt aber nicht. Hier ist es nochmal bremsen, das haben wir ja gerade eben gemacht. Deswegen nehmen wir jetzt den Kampagnenauftrag, den Royal Crown. Der Kunde ist der Herr W. Meyer. Ich habe in einer Fachzeitschrift gelesen, dass die Nockenwelle einlaufen kann. Okay. Stimmt das wirklich? Vielleicht schauen Sie sich das einmal an und wechseln Sie bei Bedarf aus. Öl muss bestimmt auch mal wieder erneuert werden. Wenn sonst noch etwas sein sollte, machen Sie es bitte in einem Rutsch mit fertig. Also, Öl und Nockenwelle auf jeden Fall und den Rest müssen wir mal schauen. Vielleicht haben wir jetzt hier mal einen Auftrag, wo das noch nicht steht, sondern wir das rausfinden müssen. Jau! Und Öl wechseln sollen wir. Fahrzeug bewegen auf die erste Hebebühne. Perfekt. Würde ich doch mal so sagen. Das könnte man nämlich hiermit machen. Achso. Ja, dann würde ich dann hier ganz nach oben fahren. Nicht wundern, wenn ich mich zwischenzeitlich ein bisschen komisch anhöre. Ich trinke zwischendurch einfach mal ein paar Schlücke. Hoffe, das ist okay. Sonst wird bei Mund zu trocken. Also, Gerät benutzen. Ah ja. Schön. Das wäre schön. Hallo? Bist du kaputt? Hallo? Da unten schon was kaputt? Hey Freunde, ich bin kein Auto-Experte. Das sieht aber gut aus, würde ich sagen. Freunde, ich bin kein Auto-Experte, also ich glaube die Nockenwelle sitzt hier oben im oberen Teil des Motorraums im Zylinderkopf oder so. Ich bin nicht sicher. Ich vermute es. Aber hier unten scheint erstmal alles okay zu sein, bin ich der Meinung. Deswegen machen wir das Ding mal wieder fest. Müssen wir später nur noch Öl reinfüllen. So. Der Filter sieht auch noch gut aus. Kann ich sonst hier noch irgendwas machen? Und hinten, wie sieht es hinten aus? Ist noch annehmbar. So. Dann lassen wir den Wagen doch mal wieder runter. Und finden. Oh. Lassen wir den Wagen nochmal wieder runter und finden mal raus, was sonst noch zu machen ist daran. Also, oh, da sehe ich gleich schon was. Hier. Zündspulen. Zündspule Einzelfunken. Ich würde mal so behaupten, die haben es alle hinter sich. So. Ich weiß jetzt nicht. Luftfilter, kann man da reingucken? Sozusagen, sieht noch relativ okay aus. Das Ding hier machen wir auf jeden Fall mal ab, weil ich bin der Meinung, hier drunter finde ich irgendwo die Nockenwellen. Ha, Tatsache. Okay, dafür muss ich hier an der Seite was abnehmen. Und dafür muss ich das. Und ich glaube, ich muss die komplette Seite auseinandernehmen. Na gut, dann ist es so. Manchmal ist die Kamera aber ein bisschen scheiße. So, Wasserpumpe. Gruppe wäre eine Riemenscheibe. Umlenkrolle Typ A. Und dann kann ich das Steuergehäuse abnehmen. So,
So, meine Freunde. Oh, da ist er noch mehr kaputt. Hier, was ist das denn hier? Nockenwellenräder. Beide. Vollkommen im Eimer. Die sehen nicht mehr gut aus. Und die Nockenwellen. Habe ich dann jetzt eigentlich alles rausgefunden? Ja. Zwei Nockenwellenräder, zwei Nockenwellen und vier Zündspulen. Welle R4A. Nockenwelle R4A. Da bin ich ja direkt drauf. Zwei Stück. Nockenwellenräder brauche ich. Zwei Stück. Und Zündspule. Was stand dahinter nochmal? Einzelfunken, genau. Davon brauche ich vier. Gut. Dann dürfte ich eigentlich alles haben und kann es auch wieder einsetzen. Irgendwie konnte man doch auch den ganzen Schrott, den man dann jetzt im Inventar hat. Man kann den natürlich auch reparieren, dafür haben wir da die Werkbank stehen, meines Erachtens nach. Aber irgendwie konnten wir doch den ganzen Schrott, der im Inventar ist, auch verkaufen. Ne? Muss ich gleich mal gucken, wie das nochmal ging. Es gab irgendwie ein Limit, unter was man Sachen auch nicht mehr reparieren kann. Was du sowieso dann wegschmeißen kannst, weil es sich einfach nicht lohnt, es aufzuheben. Hatte ich alles damals in dem Let's Play von einem anderen gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das Let's Play war. Egal. Wie gesagt, kein blassen Dunst, wie da die Grenzen waren. Das muss ich nochmal nachforschen bzw. selber rausfinden. Dann gegebenenfalls auch mal Sachen reparieren zu können, beziehungsweise ich kann ja Sachen reparieren, aber bei manchen Sachen ist es vielleicht unsinniger als bei anderen, das weiß ich jetzt nicht, und möglicherweise bin ich mir fertig, oder? Also wie gesagt, bei manchen Sachen ist es auch unsinniger als bei anderen. Oh, fast hätte ich was vergessen. Öl. So. Bei manchen Sachen, wie gesagt, ich fange nochmal an, ist es vielleicht unsinniger, was zu reparieren. Vielleicht kann man auch manche Sachen gar nicht reparieren. Weil ich würde jetzt einfach mal so vermuten, so ein... Was war das hier an der Seite? So ein... Keilriemen zu reparieren, stelle ich mir da doch schwierig vor. Da nimmt man 9 oder so. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja mal sagen. Falls mir jemand zuschaut. Ich weiß es ja nicht. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie das ausschaut. Vielleicht kennt ihr euch ja auch hervorragend mit dem Spiel aus und könnt mir dann sagen, was ich machen muss. Das wäre super geil. So, auf jeden Fall. Ich bin fertig mit dem Auftrag. Ich habe alles grün hinterlegt. Ich kann den Auftrag beenden und kriege 2205 Dollar. Ja, perfekt. Und ich bin Level 3. Geilo. Kann ich jetzt was verbessern? Ah, 2 Punkte verfügbar. Was kann ich denn hier? Prüfe Teile 50% schneller. Okay, Teile prüfen habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Demontiere Teile 50% schneller. Das ist schon mal ganz cool. Montiere Teile, ja gut. Ich kann 2 Sachen verbessern. 5% Rabatt in Shops ist natürlich auch geil. Aber ich glaube, ich möchte die beiden als erstes nehmen. Bei Profit macht man auf jeden Fall. Und ob ich dann ein bisschen mehr, 5% ist jetzt auch nicht so viel, aber ich glaube, dass wir insgesamt auch genug Geld verdienen werden. Ja, aber oh, ich habe gerade mal versucht, auf Leertaste zu drücken. Also springen kann man hier nicht. Das hier? Das kann ich mir nicht benutzen. Motorständer. Okay. Irgendwann vielleicht mal, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, das soll's mal für heute gewesen sein. Ich versuche da jetzt am Ball zu bleiben. Ich nehme jetzt gleich wahrscheinlich die nächsten Folgen, die nächste Folge, je nachdem, wie lange ich Zeit habe. Ich muss mal auf die Uhr gucken.
15.07 Uhr. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Also eine Folge schaffe ich auf jeden Fall noch. Nehme ich jetzt noch mal ein bisschen was auf. Und wenn es euch gefallen hat, schaut gerne das nächste Mal vorbei. Ihr könnt mir auch gerne ein Like da lassen, das Video teilen, Freunden empfehlen, wie auch immer. Und ein Abo da lassen, auch cool. Natürlich müsst ihr nicht, wäre aber cool. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!